Hallo meine Leute, hier ist der Christian. Ich wollte eigentlich mal nach dem Debakel mit dem Bestellen für einige Länder mit Marokkon mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen und ein bisschen in die Zukunft. Also ich bin total überzeugt von Rockon, er gefällt mir sehr, sehr schön, sehr gut, hat eine klasse Rückseite und man sieht Modulok und den blauen Hordak, ist mir sofort aufgefallen. In Filmation-Farben. Super, super. Dann haben wir hier die klasse Anleitung von Eternia. Da warten ja die deutschen Fans und sicherlich fast alle. Ich denke mal, es ist noch gar nichts nach Europa ausgeliefert worden. Aber ich kann mich auch irren. Aber ich habe von keinem gehört bis jetzt, dass er seine Eternia hat. Ja, das wird klasse. Moti darf natürlich auch nicht fehlen. Echt schade, dass wir den Keckler nicht gekriegt haben. Aber vielleicht kommt er ja. So, und hierauf wollte ich raus. Meint ihr, es gibt Sachen von Power of Grayskull? Vielleicht hier den Skytree? Das wäre super, würde mir klasse gefallen. Moosman darf in der Gegend natürlich nicht fehlen. Der Dinosaurier, und den finde ich einfach klasse. Hier Hero, das ist ja der Held bei The Masters of the Grayskull, Masters of the Universe Grayskull. Und dann gibt es natürlich noch die Dinos, den Pterodactyl hier mit Hero auf dem Rücken. Hat mir sehr gut gefallen, ist ein Artwork von der Box. Und das sind irgendwelche Konzeptarts der Dinos, die wahrscheinlich nicht über die Konzepte hinausgegangen sind, aber einfach klasse hier. Mit dem Schwanz und der Wumme da hinten drin. Der Moosman sitzt oben drauf mit der Kanone. Oder der hier zum Ausklappen an der Seite. Echt fantastische Bilder. Und wenn die rauskommen, da würde ich mir einen abholen. Und der Dino, das ist ja der Dino, der als Prototyp schon gebaut wurde. Die Kinder durften ja spielen, sieht man ja. Hier an der Seite konnte man ausklappen. Und unten am Bauch konnte man auch ausklappen. Und dann saß da der Himmel mit zwei Wummen oder je nachdem, wen ihr wolltet. Die Größe ist unglaublich. Man konnte hier ins Maul eine ganze Figur reinmachen. Ich weiß nicht, ob man das hier vorne sieht. Ja, und dann fehlen natürlich noch Megator, der einfach zu teuer ist. Ich würde ihn super gerne haben, egal ob Classic oder so, aber er ist einfach zu teuer. Hier die tolle Box. Und ich weiß, bei uns in Treiser gab es ein Geschäft, das hieß Holiday. Und da stand der Titus. Und dann hab ich mir das angeguckt und fanden klasse, aber mein Vater hat gesagt, das ist zu viel Geld. Die Kleinen durfte ich haben, aber nicht den Großen, komischerweise. Hätte ich mir wünschen können zu Weihnachten, aber war dann weg. Hier Eldor, der Magier. Ja, dann nochmal das Grayskull-Zeichen mit He-Man. Und hier habe ich ein schönes Dino-Poster gefunden, wo alle drei Dinos zu sehen sind. Pterodactyl, Bionotops und T-Rex. Tyrannosaurus Rex natürlich. Ja, die beiden habe ich hier nochmal. Ne, es sind alle drei. Und der Tyrannosaurus Rex, der ist ja echt klasse. Eigentlich gefallen mir alle drei gut. Hier das Boxart von Bionotops. Mit der riesen Wumme auf dem Rücken. Sieht man ja hier auch nochmal. Hier in der Box. Und guckt mal, wie sauber und schön die Box nach den Jahren noch ist. Unglaublich. Hier ist er ausgepackt. So findet man auf dem Flohmarkt. Und wenn man Glück hat, ohne Wumme auf dem Rücken. Meistens ohne Hörner. Hier nochmal eine tolle Landschaftsposter mit allen unseren Helden. Und hier habe ich nochmal ein Poster gefunden, wo zwei Dinos drauf sind. Das war das Mini-Comic, das es zu den Dinos gab. Ja, dann habe ich hier nochmal eine größere Aufnahme gemacht, damit man auch erkennen kann, dass He-Man auf dem
Tyrannosaurus sitzt. Das ist die Rückseite vom Tyrannosaurus Rex und hier ist er grün. Komischerweise hat er einen roten Bauch, ist aber grün. Finde ich auch nicht schlecht. Okay, meine Freunde, dann hat's mich gefreut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ciao, meine Freunde.